sollen sie kommen, aber nicht ohne Kampf! Erbe fördert eine weiche Herrschaft, die jedem und jeder eine persönliche Freiheit des Ausdrucks zugesteht. Natürlich nur solange er oder sie den gesellschaftlichen Frieden nicht stört und nicht an den ökonomischen und sozialen Machtverhältnissen rüttelt. Die Dinge müssen und werden sich verändern. Gib den ganz frei! Das nächste Lied heißt das Küfflied. Alle zusammen! Selbst die kleinste Kleinigkeit kann einen Scheißesturm loslegen. Also ich verstehe ja wirklich, dass man mit der Gesamtsituation unzufrieden ist, aber deswegen gleich irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten. Es entsteht eine Revolution. Sie sind die jämmerlichen Umstände leid, unter denen sie zu leben haben. Wo wir unsere Furcht überwinden, da wächst unsere Freiheit. Scheibe rein. So ist allein derjenige groß und mächtig, der weder zu herrschen noch zu gehorchen braucht, um etwas zu sein. Die Angst vor dem Chaos ist das größte Argument für die Herrschaft des Gesetzes. Und jetzt finden die Menschen langsam einen Ausweg aus der Finsternis. Einen Ausweg aus dem Mittelalter. Dieses Drama wird etwas bedeuten, nur was?